Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. 2. 2. Zwei. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, also 5. Gut, okay. Fünf. So. So, oh, Alter. So, Schwede. Okay. Dann mit dem Bauen ist manchmal etwas schwierig, hier seht ihr es selber. Okay. Ich hätte eigentlich die anderen Pfeiler nehmen können, aber gut, es ist jetzt auch vollkommen Schnuppe. Wir machen jetzt einfach mal so ein großes Teil hier drin. Gut. Mir fehlen hier die Wassereimer, dass ich hier drin nur so eine Art Brunnen machen kann. Das wäre natürlich cool. So. Dann haben wir die. Wir machen einmal mal so. Hier. Und hier, so eine Art Kreuz. Gut. Dann haben wir hier die verstärkten Platten. Ich setze die verstärkten Platten einfach mal nicht drauf. Weil ich hier noch einige Etagen höher machen möchte. Und zwar mit einer hohen Treppe. Das ist unsymmetrisch. Jetzt ist es symmetrisch, ein Quadrat in dem Falle. Genau. Jeweils immer eins nach außen. Das passt schon mal ganz gut. Ich würde so eine Art, ja, wo ich dann auch mal ins Wasser sprengen kann, hier drinne. Ja. So eine Art, ja, Schwimmhalle mit 5 Meter Turm. Etwas leichter ausgedrückt, aber dazu muss ich erstmal die Vorbereitung treffen. Waft ist, ich sag jetzt schon wieder Wafter, MC Wafter, Quafter, Atlantica, ist dann natürlich, hat schon Möglichkeiten, ist aber trotzdem im Gegensatz zu MC Minecraft, Quafter, eingeschränkt. Hier hat man nicht so viele Möglichkeiten, was schade ist, aber dafür ist die Grafik auch deutlich besser. Das macht es schon wieder teilweise auch ganz gut weg. Ja. So. Wenn man alleine das jetzt so betrachtet, der Sonnenuntergang ist schon schön. So. Und ich werde das erstmal ein Nickerchen machen. Aber Raft, muss ich auch sagen, ist sehr anspruchsvoll von der Grafik her. Ich habe jetzt nun schon eine sehr gute Grafikkarte. Kann da nicht meckern. Absolut nicht. Aber die Grafikkarte wird doch ganz schön beansprucht in dem Falle.
Also das spürt man doch schon ganz schön. Aber so, erstmal guten Morgen. Dann gehen wir wieder rüber hier zu der, ja, zukünftigen eventuellen Schwimmhalle. Mit dem Brunnen, also das Becken ist jetzt nicht groß, dafür ist der Ozean umso größer. Aber man kann hier schon reinspringen. Schiff bewegt sich ja ähnlich, bleibt immer an einer Stelle. Also kann es nicht mal wegrudern. Ja, das ist schade. Also, dass nicht das Schiff, dass man trotzdem nicht die Inseln besuchen kann im Creative-Bereich. So, Treppen. So. Treppe. Ja. Dann wollen wir mal die erste Etage auf diesen Grundboden setzen. Ich gehe erstmal außen rum und mache immer so zwei Etagen. So. Super. Das Schöne ist, ich kann die Maustaste einmal gedrückt halten. Und ich brauche keine Angst mehr haben, runterzufallen. Das waren die ersten Anfänge, die waren schwierig beim Raft. Da ist man teilweise oft genug runtergefallen. Da ich nicht weiß, wie ich jetzt wie viel Platz ich hier brauche. Gut, reicht. Ist man teilweise auch ordentlich immer runtergefallen. Und wenn man dann so Bruce allmächtig ins Wasser gefallen ist, war das wirklich sehr, sehr doof. Jetzt muss ich mal gucken. Die Mitte muss ich freilassen. Also, die Mitte ist da. Also gehe ich jetzt hier rüber. Die Mitte ist immer noch da. Gehe ich jetzt darüber, wird das immer noch da. Dann mache ich hier dicht. Das Quadrat bleibt frei. Dann kommt jetzt die Treppe wieder. So, dann hier wieder das. Ja, schön für dich. Und die Treppe. Gut, das Ding ist scheiße. Das muss weg. Und jetzt kommt natürlich, wie gesagt, wie die nächsten Stelzen wieder. Das waren doch die, oder? Ja. Weil, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Ja, das sind die. Das sind die. Das sieht trotzdem so merkwürdig aus. Das sieht trotzdem so merkwürdig aus. So. Ich werde das schön mit dem Lauf nach unten machen. Das Quadrat wird nicht quadratisch bleiben. Das wird in vier Richtungen gehen. Und ja, mit drei Etagen. Eigentlich sind es ja sechs Etagen, aber dadurch, dass das immer so eine Art hohes Obergeschoss wird, ja, ist das dann anders. So. Ich habe irgendwo so ein falsches Ding drauf gebaut.
Nee, habe ich doch nicht gemacht. Ich war so schnell und habe drauf geachtet.